Für mich ist es unglaublich wichtig, den Menschen die Daten zu geben, intelligente Daten, an den Punkten, wo sie eine Entscheidung treffen müssen, eine intelligente Entscheidung treffen können und damit Zeit sparen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Manager eines großen Hotels und Sie wissen nicht, welche Zimmer sind belegt. Das ist die Situation im Parken. Und stellen Sie sich vor, Sie sind der Hotelgast und Sie wissen nicht, in welches Zimmer Sie gehen sollen. Dann fangen Sie logischerweise im obersten Stock an, nach dem schönsten Zimmer zu suchen und suchen dann in allen Stockwerken, bis Sie endlich eins gefunden haben. Und natürlich wollen wir das ersetzen durch lokale Parkleitsysteme, durch digitale Führung im Fahrzeug selber, um sicherzustellen, dass jeglicher unnötiger Verkehr wirklich abgeschafft wird. Alles, was mit Smart City und Smart Parking zu tun hat, geht immer um Erhöhung der Lebensqualität. Wir wollen die Emissionen reduzieren, wir wollen die CO2-Emissionen reduzieren, wir wollen den Verkehr in der Stadt reduzieren, wir wollen ihn ersetzen durch sinnvollen Verkehr, den wir brauchen, und emissionsarmen Verkehr. Und wir können dies am besten tun, indem wir den Fahrern sagen, du brauchst in diese Straße gar nicht reinfahren, weil da ist kein Parkplatz, sondern wir raten dir, gleich im Parkhaus zu parken. Das heißt, wir wollen sinnvoll den Verkehr steuern, um Emissionen zu reduzieren und die Lebensqualität erhöhen.